Weihnachtsmarkt in Studensee-Blankenloch, da dürfen wir nicht fehlen. Wir möchten uns aber jetzt schon vorab auch im Namen des ganzen Teams von meinstudensee.de bei Ihnen bedanken für Ihre Treue und wünschen Ihnen schon jetzt alles Gute zur Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2016. Jetzt aber erstmal auf den Blankenlocher Weihnachtsmarkt mit Marius Biebsch als Nikolaus und Thomas Riedl. Wir von meinstudensee.de arbeiten ökologisch nachhaltig, weil auch wir Verantwortung haben und Aufgaben annehmen. Die Gesundheit ihrer Kinder ist uns wichtig. Zur ausgewogenen Ernährung wollen wir heute beitragen. Frische Früchte, fein im Geschmack und reich an Vitaminen. Von Riedl abgeholt bei unserem großzügigen Spender, dem Rewe-Markt in Blankenloch. Von Biebsch ausgesucht und sortiert, jetzt für euch auf dem Weihnachtsmarkt in Blankenloch. Am 12. und 13. Dezember fand wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt in Blankenloch statt. Eröffnet wurde er am Samstagmittag von Oberbürgermeister Klaus Demahl und Silvia Duttlinger. In den liebevoll geschmückten Weihnachtsbuden bieten Aussteller Kunsthandwerk, Handarbeit, Weihnachtsschmuck und vieles mehr an. Aber auch für das leibliche Wohl der Besucher ist mit allerlei Feinem gesorgt. Abgerundet wird der Weihnachtsmarkt mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Unter anderem waren auch Riedl und Biebsch von meinstudensee.de vor Ort, um den kleinen Gästen Gesundes zu schenken. Bist du nicht der Biebsch? Nein! Ich will nur dich zu Weihnachten.